Rasenfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich guckte gerade so ein bisschen, wo die Sonne steht, weil hier so eine wunderschöne Parklandschaft ist. Also das ist im Grunde genommen hier nur der Vorbereich von einer sehr interessanten Firma, nämlich der Firma Sommerfeld. Die Firma Sommerfeld ist ein Anbieter für Golfplatzpflege und wir dürfen hier mal filmen bei der Firma Sommerfeld. Die haben uns eingeladen, hier mal ein bisschen rumzuschauen. Was macht man so als Profi für Rasenpflege, für Golfplätze? Und das schauen wir uns heute mal an. Wir schauen uns vor allen Dingen die Technik an, die Maschinen, die Rasenmäher und die anderen Spezialmaschinen zur Rasenpflege. Genau, kommt mit. Ich bin sehr gespannt. Wir sind ja gerade angekommen nach fast 3 Stunden Fahrt. Hier in der Nähe von Oldenburg sitzt die Firma Sommerfeld, also hier im hohen Norden. Und das Wetter ist fantastisch, es kann auch nur schief gehen. Also viel Spaß mit dem Video. So, da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich schon mal sehr schick hier. Das Eingangsportal. Ja, keiner da. Hier auf dieser Karte kriegt man mal so einen schönen Überblick, wo die Firma Sommerfeld überhaupt tätig ist. Nämlich tatsächlich schon in ganz Deutschland. Wir sind hier oben, ich weiß gar nicht, ganz hier Oldenburg. Da oben ist der Standort, hier in der Nähe von Bremen. Und überall, diese ganzen grünen Fältchen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt gut auf dem Film sehen kann, diese ganzen grünen Fältchen sind bereits Golfplätze, die von der Firma Sommerfeld gepflegt werden. Ja, hier sind wir jetzt quasi so in der Auftragseingangshalle und hier auf so einer Art Schwimmbahn, auf so einer Art Schwimmbahndiagramm, Kanban nennt sich das, sieht man alle fast 70 Golfplätze und jedes Kärtchen hier ist ein Gerät, ist eine Maschine. Und die Firma Sommerfeld, die hat ungefähr 350 Mitarbeiter, verteilt eben auf die fast 70 Golfplätze und 4000 Geräte, die hier alle aufgeführt sind. Und wenn da was kaputt ist, kommen die hierher. Das heißt, hier sind jetzt nicht 4000 Maschinen vor Ort, das wäre natürlich irre, sondern die sind natürlich auf den Golfplätzen verteilt. Aber so ein paar Spezialmaschinen, die werden wir jetzt gleich sehen. Ja, Technik, Maschinen. Ja, cool. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Alles neu. Wahnsinn. Fairway-Mäher, Raffmäher, Triplex-Mäher. Wahnsinn. Hier auch so ein paar Kleintraktoren und Baumaschinen, um natürlich auch so die groben Erdarbeiten auf dem Golfplatz machen zu können. Bei dieser Maschine hier, die ist gerade wiedergekommen von einem Golfplatz, haben sich Gerd, Lutz und Karl verewigt. Die heißt nämlich GLK 90, weil Gerd, Lutz und Karl in 90 Tagen diese Maschine entwickelt haben. Das ist ein Schlitzdrainagegerät, das in einem Abstand von ungefähr 1,10 Meter bis zu einem halben Meter tief Drainageschlitze, Quarzsand gefüllte Drainageschlitze, in den Boden einarbeitet. Und damit das überhaupt möglich ist, damit diese Schlitze überhaupt machbar sind, sind viele kleine Messer daneben, die den Boden lockern. Und diese Messer, die stechen so in so einer Kreiselbewegung in den Boden rein. Die sind so ein bisschen schräg gestellt, damit der Boden gelockert wird, auch bis zu 2 Zentimeter angehoben wird, damit dann die beiden Hauptmesser diese Schlitzdrainage überhaupt herstellen können. Jetzt gucken wir uns mal das genauer an. Das sind hier die beiden Messer, die in 1,10 Meter Abstand den Hauptschlitz in den Boden reinbringen, bis zu einem halben Meter tief. Und direkt dahinter laufen diese Schwerter. Und über diese Schwerter wird dann hinten der Quarzsand in diese Schlitze verfüllt. GLK 90 heißt das Gerät. Und diese Seitenmesser hier, die sind nur dazu da, dass auf der gesamten Breite der Boden ausreichend gelockert wird, damit diese fetten Schlitze überhaupt möglich sind. Und das ist eben eins dieser Geräte, was eben das besondere Know-how von Sommerfeld hier zeigt. Die Geräte wurden halt damals so zum Beginn, so vor 20 Jahren entwickelt und sind immer noch im Einsatz und
haben sich anscheinend auch ganz gut bewährt. Könnt ihr mal die Golfplätze erzählen, die das vielleicht hier auch mitschauen. Im Hintergrund seht ihr jetzt hier so richtig schöne, fette Baumaschinen. Da kommt die Firma Sommerfeld tatsächlich her, nämlich vom Golfplatzbau. Das waren so die Ursprünge, wo sie die ersten Sportplätze, dann die Golfplätze angefangen haben zu bauen oder umzubauen. Das machen sie auch heute noch. Golfplatzbau, ja, Golfplatzumgestaltung. Neue Golfplätze gibt es ja zurzeit nicht mehr in Deutschland. Herr Sommerfeld hat auch gesagt, es gibt genug Golfplätze, also viele ringen ja um Mitglieder. Aber das ist so der Ursprung und das ist natürlich immer beeindruckend, solche schönen Spielzeuge hier auf so einem Platz zu sehen. Und jetzt schauen wir uns mal die Rasenmäher an, die da so in den Hallen rumstehen. Okay, ja, das ist hier auch mal ein richtig fettes Maschinchen. Ein Rasenmäher, also ein Rasenmäher mit 7 Mähwerken. Also das ist jetzt ein Sichelmäher, kein Spindelmäher. Der hat 7 einzelne Mähwerke, um dort die Raftbereiche, also neben dem Fairway, so, das sind so meistens in der Regel so 30 bis 50 mm Semi-Raff-Höhe. Der kann aber mähen von 19 mm bis 100 mm Schnitthöhe. Und das Interessante an dieser Maschine ist, dass hier eine Zentralschmiereinrichtung installiert wurde. So eine Maschine, die hat, was weiß ich, 90 oder auch gerne mal 150 Schmiernippel. Und der Greenkeeper, der jetzt den ganzen Tag mit dem Gerät gearbeitet hat, der müsste eigentlich abends, nachdem er fertig ist, mit der Fettpresse hier 90 Schmiernippel abschmieren. Und um das, um ihm diese Arbeit zu erleichtern, ist jetzt hier ein nachträglich installiertes Fettschmiersystem oder Schmiernippel-Fettsystem, Befettungssystem. Ein Befettungssystem eingebaut worden, damit diese ganzen Fettstellen hier automatisch nachgefettet werden. Allein diese Rolle ist cool. Das ist mega. Der hat eine Schnittbreite, ne? Hat also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mähwerke und hat eine Schnittbreite von bis zu 4 Metern ungefähr. Und das sind so auf dem Golfplatz mal so schnell 10 Hektar, die dann gemäht werden müssen. Das ist das größte Gerät, was Toro halt für diesen Bereich anbietet. Und hier seht ihr ganz normal, wie bei eurem Rasenmäher zu Hause, ein ganz normales Sichelmesser. Aber, das ist wiederum das Coole, hinten eine Rolle, um die Streifen zu erzeugen. Das Coole ist natürlich, dass eben durch diese einzelnen Mähdecks, die natürlich frei beweglich aufgehängt sind, dass diese einzelnen Mähdecks natürlich wunderbar die Konturen so um Bunker herum oder eben auf stark undulierten Flächen mähen können. Also da fährt dann so richtig schön, da müsst ihr mal so ein Video einblenden, fährt er so richtig cool dann mit diesen einzelnen Mähdecks über diese ganzen Konturen hinweg. Das sieht schon echt spektakulär aus. Das ist strange. Klar, es hat jetzt gerade mal hier so eine coole Maschine hingestellt. Das ist der 5010H von Toro, also ein Fairway-Mäher. Genau. Und das ist eine Besonderheit hier. Da ist nämlich etwas dran gebastelt, damit das Ding autonom mähen kann. Ah, autonom mähen kann. Was habt ihr da gemacht? Wir haben da jetzt eine GPS-Anlage montiert. Und der fährt jetzt also hier gleich alleine durch die Gegend? Der fährt alleine durch die Gegend. Hast du ihm gesagt, was er tun soll oder weiß er das von selbst? Genau, nee. Ich habe ihm einmal eine Route vorgegeben, dass er von Bahn zu Bahn fahren kann. Okay. Und ich gebe ihm einmal den Lenkbereich außenum zu vor und natürlich seinen Innenkontur, wo er mähen soll. Spezifisch kann man dann noch die Spielrichtung angeben und die Gradzahl davon verändern, damit man halt auch schöne Konturen reinfahren kann. Ach so, dass er die richtigen Streifen immer abwechselnd dann richtig mäht, dass es dann auf dem Golfplatz auch cool aussieht. Genau, und dann kann man da zusätzlich noch die Gradzahl versetzen, sodass man da entweder Schachbrettmuster oder Diamantmuster oder ein Rautmuster reinkriegt. Genau. Und der arbeitet wirklich mit RTK und ungefähr 2 bis 3 cm genau.
2 bis 3 Zentimeter genau. Genau. Der braucht einen eigenen zusätzlichen Sensor auf dem Golfplatz oder nee. Reichten da die Satelliten aus? Die Satelliten reichen aus. Oh, der hat cool. noch eine SIM-Karte drin, der arbeitet mit dem 4G-Netz zusammen. Ja. Und ja. Cool. Hier kannst du einmal den Flipper nach vorne machen, dann ist er in Mäh-Stellung. Das wäre jetzt die Schildkröte. In der Stellung mähst du. Okay. Wenn du den Flipper runter machst, bist du in Transportstellung. Genau, dann kannst du durchtreten. Genau. Mehr ist da jetzt eigentlich gar nichts zu sagen. Alles ist das total einfach. Wolltest du jetzt einmal... Ich fahre mal jetzt eine Runde, genau. Einmal nur fahren? Okay. Genau, einmal eine Runde fahren. Das Maschinchen. Pass auf. Na, Fritz, was sagt ihr? Geil, oder? Fährt sich wie ein Fahrrad. Ja, richtig fantastisch gemäht hier, fantastisch. Jetzt nochmal hier schräg, dann haben wir gleich unsere Diamond Stripes. So, als nächstes fährt er jetzt alleine. Und jetzt mal gucken, welcher besser ist, Mensch oder Maschine. Das könnte auch der Titel sein, Mensch oder Maschine. Der Rasenfreak und der Fairway-Mäher. Cool, auf jeden Fall Dankeschön. So. Das sieht schon echt heiß aus, wenn so ein Gerät da ohne Fahrer hier über so eine Fläche fährt und es ist ja kein kleines Gerät. Boah, das ist schon echt strange. Stranger Things. So, lieber Rasenfreaks, das glaubt mir jetzt keiner. Aber ich stehe am wichtigsten Pflegegerät, nämlich dem Striegler. Sie lachen alle im Hintergrund. Also der Sommerfeld hat mir gesagt, tatsächlich die wichtigste und auch augenscheinlich primitivste Pflegemaßnahme ist der Striegler, um die Unkräuter zu bekämpfen, um den Filzabbau zu fördern. Das Gerät ist so wichtig und so effizient und wird tatsächlich von den wenigsten Golfplätzen oder überhaupt Greenkeepern eingesetzt. Aber das ist, so primitiv es ist, eins der wichtigsten Pflegegeräte. Tja, jetzt seid ihr platt. So, lieber Randfix, das ist jetzt hier tatsächlich mein Turfco Topdresser in der zweiten Generation. Also damit kann man sich nicht mehr überfahren, weil der hat jetzt nämlich schon das ganze Bedienpanel
hier vor der Maschine, also ist ein bisschen moderner. Und damit kann man also jetzt hier die ganzen Dinge hier direkt am Panel bedienen und nicht mehr hier in der Maschine. Und damit hat man eben auch hier so einen Notstopp. Wenn man ihn loslässt, hält er sofort an. Würde ich am liebsten gleich mitnehmen. Und den auch nochmal aufarbeiten. So, das sind jetzt hier Lutz, Werner und Torben. Der heißt LWT 40, also nicht 90, sondern 40 Tage. Lutz, Werner und Torben haben also 40 Tage gebraucht, um dieses Gerät umzukonstruieren. Das ist im Grunde genommen ein Vertikutierer. Der macht also so bis zu 12 cm tiefe Schlitze mit so einem daumenbreiten Messer. Also der schneidet Schlitze in den Boden, aber die Messer drehen also entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Und damit wird der Auswurf nach vorne geworfen und wird hier über diesen Förderbandmechanismus gleich auf den LKW gefördert. Das heißt, er reißt das Material raus, bleibt nicht liegen, es wird abgefördert. Das heißt, hier fährt einmal der Trecker, um das Gerät zu ziehen. Dann fährt daneben ein Trecker mit Anhänger, um das rausgeförderte Material abzufahren. Und dann wird gleichzeitig in einem Arbeitsgang hinten Sand eingefüllt. Da müssen wir hier rumgehen. Wird hier hinten in dieses Gerät Quarzsand oder eben normalen RFIZ-Sand eingefüllt. Das heißt, hier läuft also ein dritter Trecker nebenher und fördert jetzt den Sand hier in diesen Trichter rein. Und dann steht noch einer hinten drauf und sorgt dafür, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist. Also ein sehr aufwendiges Gerät, macht aber eine super Oberflächendrainage durch eben die mit Sand gefüllten Schlitze. Auch cool. Also wenn man jetzt mal ein Fairway erneuern will oder da die Staunässe, die Wasserundurchlässigkeit beseitigen will, ist das genau das richtige Gerät. LWT 40. Cool. Jetzt kommen wir zu den kleinen Monstern im Boden. Maulwürfe. Maulwürfe sind natürlich auch auf dem Golfplatz ein Riesenproblem. Genau wie bei uns zu Hause. Maulwürfe auf der Rasenfläche ist eine Katastrophe. Und ich habe ja mal gesagt, dass eine senkrechte Maulwurfsperre, so einen halben Meter tief, dass die wirklich einmal ums Grundstück herumgezogen ist, dass das der beste Schutz ist gegen Maulwürfe, wenn der Maulwurf nicht schon drin ist. Dann haben wir ein Problem. Aber da muss man ihn umsiedeln. Also eine Maulwurfsperre um die Rasenfläche herum. Und genau das macht diese Maschine im großen Stil auf Golfplätzen. Da wird tatsächlich hier von einer Trommel abgerollt ein Kunststoffgitter über diese Schlitzer, über dieses Schwert in den Boden reingearbeitet, um eben tatsächlich von den Fairways, von den Golfplätzen die Maulwürfe abzuhalten. Also eine Riesenmaschine, um in einem Arbeitsgang tatsächlich so eine senkrechte Maulwurfsperre einzuarbeiten. Das ist also hier diese Maulwurfsperre. Das ist eben nicht eine durchgehende Folie, sondern eben so ein Gitter mit der richtigen Maschengröße, dass dann der nicht seinen Kopf da durchstecken kann. Das hat tatsächlich die Firma Sommerfeld selber produzieren lassen. Und das ist wirklich nur so ein ganz einfaches, einen halben Meter breites Gitterband, Kunststoffgitterband, was halt senkrecht eingebaut wird. Also echt cool. Finde ich echt cool. Nehme ich jetzt mit. Nein. Nee, aber das ist tatsächlich die beste Lösung gegen Maulwürfe. So, kommen wir jetzt zum letzten Baby, glaube ich, für heute. Das ist hier eine Fräse, um auch jetzt im großen Stil Drainagen, also Gräben für Drainagen in den Boden einzufräsen. Und das Coole an dieser Maschine ist, dass man braucht ja ein Gefälle. Man braucht ja, wenn man jetzt eine Drainage macht, wie zu Hause, wo auch immer, braucht man ja immer ein leichtes Gefälle, ein Grad oder so, keine Ahnung. Und diese Maschine ist... Hat eine GPS-Programmierung, glaube ich. Ist GPS gesteuert, genau. Und egal wie onduliert das Gelände ist, zieht also diese Fräse den Graben
mit einer ganz konstanten, gleichmäßigen Neigung in den Boden rein. Also die fährt jetzt über diese ondulierte Fläche und trotzdem fräst diese Fräse, natürlich gesteuert, entsprechend dem Bodenprofil oben, fräst die einen ganz gleichmäßigen Schlitz in die Fläche rein und da kann man dann eine Drainage reinlegen. Das Besondere ist tatsächlich, dass eben durch diese GPS-Steuerung man also nicht nur einen geraden Schlitz mit dem entsprechenden Gefälle machen kann, sondern dass man also auch jede Kontur fahren kann. Das heißt, man kann im Grunde auch eine Spirale fräsen, wo der Kanal immer ein Stückchen höher ist. Also das klingt zumindest sehr faszinierend. Und das Allercoolste ist, hier stecken überall Golfbälle in dieser Kette drin. Ja, lieber Anfix, die wichtigste mechanische Reparaturmaßnahme bei Spindelmähern ist das Schleifen der Spindeln. Spindelmäher sind unglaublich empfindlich, Sichelmäher sind viel robuster. Die kann jeder selbst schleifen. Aber für Spindelmäher braucht man aufwendige Schleifmaschinen. Und interessanterweise stehen hier zwei Maschinen von der Firma Ettrich. Wir haben ja hier Marvin Ettrich besucht. Das sind die sogenannte SBR 900. Könnt ihr nochmal das Video gucken, wie man so eine Spindel schleift. Und die Firma Sommerfeld nutzt tatsächlich auch hier solche Schleifmaschinen, um eben mal Spindeln nachzuschleifen. Das kostet viel Geld, das ist sehr aufwendig. Und das ist oft auch ein Killerkriterium für euch, für so den privaten Rasenbesitzer. Denn wenn man da ein Steinchen auf dem Rasen hat, ist sofort die Spindel kaputt. Und dann muss sie tatsächlich aufwendig wieder geschliffen werden. Deswegen macht das manchmal nicht so richtig viel Spaß. Okay. So, lieber Ralf, ich will euch jetzt hier nicht diese Spritztechnik erklären, sondern das verleitet mich dazu, noch mal ein paar Sätze zu verlieren zum Thema Pflanzenschutz, Pflanzenschutzmittel. Es wird so sein, dass in absehbarer Zeit es kein Pflanzenschutzmittel mehr zur Verfügung steht. Und das ist letztendlich auch gut so. Das heißt, man muss sich andere Dinge überlegen, um die Pflanze, das Gras zu schützen. Mehr mechanische Tätigkeiten. Also ich habe hier wieder mal so oft das Wort Sand gehört und Lüften, Luft in den Boden, Bodenlockerung, Aerifizieren, Bodenstruktur. Das sind so die wichtigsten Themen, die wir auch hier gehört haben. Und die Firma Sommerfeld hat sogar jetzt schon einen Golfplatz, 100% ohne Pflanzenschutzmittel. Und das scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Da werden ganz besonders dann mechanische Pflegemaßnahmen eingeführt, wie das Striegeln zum Beispiel, wie das natürlich Sanden, Belüften und so weiter. Und zusätzlich wird da auch schon ein großer Teil an akkubetriebenen Geräten eingesetzt. Also darauf müssen sich tatsächlich die Golfplätze einstellen, dass es eben in absehbarer Zeit keine Mittel mehr gibt. Und es ist ja auch gut, möglichst wenig von dem Zeug einzusetzen. Das Stichwort ist integrierter Pflanzenschutz. Da wollte ich noch ein Video zu machen, eben zu schauen, welche Alternativen gibt es, damit das Gras trotzdem gut wächst, damit man trotzdem eine schöne, geschlossene, dichte, grüne Rasenfläche hat. Das ist genau die Idee dahinter. So, lieber Rasenfix, das war's jetzt mit diesem Video zu den Maschinen, zu den Spezialmaschinen von der Firma Sommerfeld. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch wieder so ein bisschen was Neues gehört zum Thema Rasenpflege, natürlich professionelle Rasenpflege. Ja, ich habe jetzt so als Belohnung hier den Toro 1510 bekommen. Damit fahre ich jetzt nach Hause. Also, danke fürs Zuschauen und ich erfreue mich dann an meiner neuen Maschine. Tschüssi!